viele Gründe. Ich träume schon fast mein ganzes Leben davon, über den Atlantik zu segeln. Und jetzt mache ich es gleich zweimal. Ich liebe den Wind in meinen Haaren und den Atlantikschwell. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich der beste Platz, während der Corona-Pandemie hier draußen auf See zu sein. I'm here because of the project. I mean, in the end it's about sustainable consumption and conscious consumption of goods. So it kind of hits the spot where I want to go right now. So it's more or less my thing. Eu estou cá pelo oceano. A vida toda eu quis navegar, principalmente pelos livros de Conrad, de Swift, de Stevenson. Sempre sonhei com o mar. Mas, por outro lado, tenho me dedicado o meu trabalho à valorização do patrimônio cultural e gastronômico e às relações culturais da produção de alimentos e o consumo de alimentos em espaços alternativos, comunidades e diferentes lugares. E eu queria saber como é que se dava em um espaço internacional, em um comércio exterior, tratando de atingir o conceito de comércio justo, fair trade. Ich bin hier, weil ich mag segeln. Ich war neugierig auf die Atlantikrunde und ich mag das Projekt. Ja, also ich bin leidenschaftlicher Segler und auch für alte Schiffe kann ich mich sehr begeistern. Und irgendwann kam die Frage, kann man sowas nicht mal machen, so eine Tour mit so einem alten Schiff. Und wenn sie dann auch noch einen Hintergrund und einen Sinn macht, weil wir eben Fracht transportieren und Zero Emission als Parole haben, die wir ja auch sehr konsequent befolgen. Ja, da konnte ich mich für begeistern und es passte in meine Firma rein. Meine Frau konnte mich vertreten oder kann mich vertreten. Und so hat sich das ergeben, dass ich diesen Traum, vielleicht sogar einen Jugendtraum, würde ich sagen, mir erfüllen konnte. Und jetzt hier über 3 Monate auf diesem tollen Schiff das Segeln über den Atlantik erlebe. Eh bien, ça fait un an que je suis en train de travailler ou que j'étais en train de travailler au Costa Rica, en train de construire le bateau Ceiba à Sail Cargo. Et j'étais toujours en train de chercher un poste à bord d'un bateau afin de faire un autre voyage. Eh bien, j'ai reçu la confirmation que j'avais le poste de Bosco à bord de l'Aventure. Eh bien, je l'ai pris et là, je suis ici. Okay, why am I here? I finished school last summer and I didn't really know what to do afterwards. I didn't want to study right away and I also didn't know what to study. Therefore, I looked for something I could do in this gap year and I thought, yeah, let's go sailing, let's cross the Atlantic Ocean. Why I'm here? It's the one thing is I applied for a job here because I think it's an interesting and fun project. And shortly after this, I got an email from the ship directly asking if I could join in the Caribbean with very short notice. And I could arrange that. So that's why I'm here. Ich glaube, hättest du mich vor ein paar Wochen, bevor ich hierher gekommen bin, gefragt, hätte ich gesagt, ich muss raus, weg vom Schreibtisch, nach vielen Jahren Studium und Büroarbeit. Jetzt eigentlich für 3 Dinge, die alle mit der Natur verbunden sind. Für Segeln und fast noch mehr für Brotbacken und für Fotografieren. 3 Leidenschaften, die ich alle hier verbinden kann und verbunden habe die letzten Wochen, Monate. Jag trivs till sjöss för att, för tristessens skull, bara för att här händer ingenting. Och det är så mycket folk i människobyn som är helt civilisationsskadade som tror att de springer runt och gör viktiga saker som är helt meningslösa. Vi har ett uppdrag, vi har en last som vi ska föra från punkt A till punkt B. Och däremellan så händer ingenting och det är väldigt läkande. You could ask what is life, I guess. Kind of stumbling into events and places and people. And I think now I'm just trying to embrace the stumbling and ending up somewhere and
gathering all the experience. Yeah, I guess. No sé cómo empezar. Es algo que he estado esperando ya hace un tiempo, debido a que vivo cerca de la costa del Pacífico en Costa Rica y hay otro proyecto de un barco de vela de cargo y mi compañero es sailor y se nos dio la oportunidad de poder ser parte del crew de Aventure. So I've been working on cargo ships for the last 10 years and this one is the first one that is operating on the sail. And it's really nice how the priorities shift. So we're moving with the wind, and if there's no wind, then we wait until there's wind again. There's always time pressure, I think, in the normal cargo shipping, more than here. But well, not switching on the engine is a real luxus that we're enjoying here.